Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. So. Um meine Blamage in der letzten Folge jetzt wieder gut zu machen. Jetzt geht's endlich gegen das amerikanische Festland. Ich werde es genießen. Ah, dann genieß es, aber nicht zu sehr. Brücke zu Stationierungsort vor. So. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Hauen wir jetzt erstmal alles raus und ich werde jetzt auch mal Verteidigung aufbauen. War wohl wahrscheinlich einer der Knackpunkte in meiner ganzen Konstruktion. Ausbildung. Aber werden wir erstmal sehen, dass wir jetzt hier schnell durchkommen. Weil, wie gesagt, unser Verbündeter ist halt auch doch ein bisschen zu weit weg. Der wird wohl wahrscheinlich auch deswegen nichts machen. Bau abgeschlossen. Irgendwelche Erzlager? Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt nochmal einen Kern. Generatorkern bereit. Generatorkern. So. Kernstationierung bereit. Plattformkern bereit. Make-Plattformkern. Stationierung bestimmt. Nochmal einen Generatorkern. Bau abgeschlossen. Generatorkern bereit. Los. Holen wir uns schon mal das Geld hier. Generatorkern. Und diesmal werde ich mein Geld ein bisschen sinnvoller einsetzen. Neue wird gebaut. Zeigen Sie mir meine Beute. Generatorkern bereit. Okay. Keine Sorge wegen der Abwehrsysteme, Commander. Eben gerade hat der Tenno ihnen ein Geschenk gemacht. Die Energiewellenartillerie. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, Angriffe zu führen, aus großer Distanz. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Gut, dann einmal den... Oh, der Kern frisst gleich alles. Aufpassen. Ihr habt den Lern exzelliert. Großrechnerkern bereit. Neutralisiert sich. So, Großrechnerkern. Stationierungsort bestimmt. Habt ihr das gehört? Feindliche Einheiten entdeckt. Ich bin neue hier, Bauoptionen. So, einmal da rein. Wir könnten erstmal so ein bisschen Nervbolzen nehmen. So, dafür brauchen wir dann gleich den großen Kern. Wird gebaut. Defender-Kern bereit. So, wo setze ich die denn hin? Setze ich am besten mal hier einen hin? Und hier einen hin? Dann lasse ich hier schon mal das Dojo upgraden. Und hier unten haben wir jetzt auch nichts mehr. Gut, dann dürft ihr schon mal da rein. Neues Bonusziel erhalten. Gut. Muss halt auch ein bisschen mit meinem Geld aushalten. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Na, euch kann ich zwar jederzeit umstellen, aber ich werde trotzdem hier eher auf Bodentechnologie setzen jetzt. Weil diese Explosivdrohnen, die sind nicht so cool, finde ich. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Sehr gut. Wird gebaut. Dann machen wir 2 und 3 diesmal. Feindliche Einheiten entdeckt. So, hier sind wir jetzt soweit erstmal hoffentlich Safety. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Okay. Mich zu ihnen. Mal gucken. Sehr schön. Letztes Geschwader bereit. Ziel wählen. Hat sogar gut gesessen. Dann flattern wir hier mal kurz drüber. Es wird Zeit. Rücke vor. Wie jetzt? Alle Systeme grün. Gleich.
So. Lass mal die schon mal schießen. Zerstören Sie die Langstreckenwaffe, die die Amerikaner im Observatorium auf dem Hügel verstecken. Neues Bonusziel erhalten. Sie werden sich ergeben. In Position. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Observatorium. VX, unser Verbündeter wird angegriffen. Bestimmen Sie Ihre Truppen mit Sprengsätzen, die gezündet werden, sobald Einheiten kritischen Schaden. Ja, okay, können wir eigentlich mal machen. Ehrenhafte Entlassung autorisiert. Machen wir es einfach mal so. Könnt ihr da hinten runterschießen? Nee. Ja, unser Geld ist nicht wirklich dolle da. Und die Kanone da hinten wird definitiv eklig. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay. Fahren wir erstmal hier wieder runter. Okay. Da ist gerade der erste Kreuzer gelandet. Dann lassen wir euch doch nochmal da stehen. Weil wenn ein Flugzeugkreuzer baut, ne? Können wir ihnen eigentlich gut was an Geld wegnehmen? Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich denke mal, so dürfte es nochmal passen. Okay, ihr habt das sogar wunderbar zerstört. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Schaltet ihr aus. Letztes Geschwader bereit. Wunderbar. So, hier geht's hoch. Na gut. Ziel wählen. Feindliche Einheiten entdeckt. Das Ding sollen wir einnehmen. Das heißt, das machen wir jetzt auch mal so langsam. Erstmal stellen wir euch schön auf aggressiv um. Unser Verbündeter wird angegriffen. Aber wir hoffen, dass das jetzt auch klappt, so wie ich mir das vorstelle. Feindliche Einheiten entdeckt. Oha. Geknallt hat er schon mal. Das hat weh. Ah, ich habe schon mal eine Armee gesehen. Feindliche Einheiten entdeckt. Was schon mal gar nicht mal so schlecht ist. Hinter der Werbung verbergen sich Abwehrsysteme. Raffiniert. Ah, nicht mehr lange. Diesmal lasse ich mich nicht so schnell einfrieren. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay, die laden schon auf. Jawohl. Eine Einheit wird angegriffen. Okay, wunderbar. Brauchen wir nochmal zwei und machen wir nochmal drei. Sehr gut. Es läuft. Sehr gut. Ein Stück weiter vor. Oh, 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 oh. Okay, Striker, ihr müsst euch umstellen. Eine Einheit wird angegriffen. Ich verliere gerade alle meine Laserpanzer. Ah, kommt schon.
Verbündeter wird angegriffen. Und wieder umstellen. Feindliche Einheiten entdeckt. Hui, hui, hui. Jawohl. Okay, ich habe nur noch zwei übrig. Heißt, euch hole ich mal erstmal wieder zurück. Aber hier hinten ist soweit alles schon mal frei. Ziel wählen. Das sieht gar nicht gut aus, was da auf mich zurollt. Deswegen hauen wir da einfach einen rein. Ziel wählen. So, gebe ich euch mal ein bisschen Rückendeckung. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das ist nicht dein Ernst, hier mit den ganzen Lasern loszulegen, oder? Ich schicke euch in handlichen Portionen nach Japan zurück. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Okay, und weg. Aber er hat mir vorher meine gesamten Panzer wieder weggeschossen. Wird gebaut. Gut, machen wir gleich wieder vier. So, einmal kurz hier rein zum Reparieren. Wir brechen sie mit Gewalt. Könnte ich mir eigentlich schon mal zwei Ingenieure gönnen? Und ein Kern. Raffineriekern bereit. Wir brechen sie mit Gewalt. Aktualisiere. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich bin heute euer Ingenieur. Ihr werdet so. Lassen wir die schon mal loslaufen. Feindliche Einheiten entdeckt. Gucken wir mal den internationalen Flughafen, was er uns Schönes bietet. Unzureichende Mittel. Okay, der läuft ein bisschen blöde. Wird gebaut. Oh, passt bis jetzt. So, sendet jetzt. Ne, einer fehlt noch. Unser Verbündeter wird angegriffen. So, Generatorkern ist gleich da. Feindliche Einheiten entdeckt. Letztes Geschwader bereit. Ziel wählen. Feindliches Gebäude erobert. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Vergiss es. Abwehrdrohnen bereit. Das ist mir sogar ein ganzes Geschwader wert. Unzureichende Mittel. Gut, da kriegen wir jetzt auch nochmal extra Geld her. Und Gebäude erobert. Bonusziel erreicht. Bau abgeschlossen. Flughafen Hammer. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Schicke ich euch mal kurz hier rüber. Ziel wählen. Und euch decke ich mal kurz ab. Energiewaffe bereit. Raffineriekern bereit. Es wird Zeit. Nochmal. Na dann ladet mal. Brecht ihren Willen. Nochmal. Jawohl. Wieder hier, Commander. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay, und wieder zurück. Raffineriekern. So, was hat mir das jetzt mit dem Flughafen so gebracht? Ich weiß es noch nicht. Gepanzerte Flotte Upgrade autorisiert. Auch wenn die gepanzerte Flotte mir jetzt gerade eigentlich gar nichts bringt. Du bombst jetzt nicht da. Der Schutzpunkt wird angegriffen. Repariert. Na gut. Luftraum ist frei. Na kommt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einfach weglasern. Eine Einheit wird angegriffen. Patrouilliere. Soweit passt das schon mal. Feindliche Einheiten entdeckt. Und hier kriegen wir jetzt noch. Letztes Geschwader bereit. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Noch unser mehr? Stützpunkt wird angegriffen. Warum? Oh, 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 oh. Bau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Warum kommen die denn da raus?
Ah, der fängt gut was ab, aber... Abwehrdrohnen bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Kommt. Ein Sammler wird angegriffen. Natürlich haust du mir jetzt meinen Sammler weg hier. Das ist nicht euer Ernst. Geh ich einmal kurz... meine Sachen hier verteidigen und du haust mir meine ganzen Panzer weg. Ist nicht fair, ne? Gut. Einmal kurz landen. In der Regie dürften wir ja jetzt auch genug haben. Oh, greift er mich jetzt mit Hunden an? Nein, er hat nicht alle kaputt gemacht. Die sind nur hinterhergelaufen. Das war ein Fehler. Alles gut bis jetzt. So, ich werde jetzt trotzdem mal ein wenig was machen. Das nervt, dass du mich angreifst. Das heißt, das werden wir jetzt mal so ein bisschen unterbinden. So, und noch ein Defender-Kern. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Defender-Kern bereit. Defender-Kern. Okay, und hier noch einen hin. Muss ich nur umschalten jeweils, dann passt es eigentlich. Unser Verbündeter wird angegriffen. Dann könnten wir hier wird gebaut. Nochmal einen Turmkern bauen. Baukern bereit. So, schalte ich dich schon mal um. Genauso wie dich. Eieiei, du hast aber hier auch wirklich ein bisschen wenig, wa? Ein Sammler wird angegriffen. Wir haben einen Sammler verloren. Oh. Ja. Bau abgeschlossen. War nicht so geplant. So, dich kloppen wir auch nochmal um. Und dann stellen wir uns hier mal an die Straße einfach mal einen Turmkern und jetzt kriegen wir auch uns schon unsere Bomben. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindliche Einheiten erobern oder nee, zerstören sie. Okay. Dann hauen wir mal rein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Striker erwartet Befehle. Dann machen wir es halt kurz so. Kannst mir ja nicht immer alles wieder kaputt machen wollen. So, mit dem Generatorkern bauen wir uns jetzt hier wieder auf. Dann bauen wir uns noch einen weiteren Turmkern. Einheit verloren. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Zu wenig Energie. Okay. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit natürlich haust du mir den Turmkern kaputt. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich glaube, deren Einheiten schießen auch ein bisschen schneller. Na gut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Jetzt haben wir einen Turmkern umsonst ausgegeben. Wird gebaut. Muss ich mir halt einen neuen bauen? Das mit dem Umschalten ist zwar cool, ja, das Problem. Letztes Geschwader bereit. Es bringt nicht so viel, die permanent umzustellen. Ja, komm nochmal zurück hier. Nicht ganz. Nicht so ganz. So, dann machen wir nochmal zwei davon. Vier davon. Bau abgeschlossen.
4 davon. Mal gucken. Brauchen wir jetzt langsam mal eine klitzekleine Armee wenigstens. Ziel wählen. So, hier schützen wir nochmal. Wir brechen sie mit Gewalt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ich sehe gar nicht die HP von dem Ding. Na gut. Wir brechen sie mit Gewalt. Wird gebaut. Wollen wir mal schauen. Einmal den Nanoschwammkern hier hin. Dann werde ich nochmal Energie brauchen. So. Und noch ein. Ballonbomben bereit. Lernstation. Und weiter. Ach, jetzt hier, doch. Ziel wählen. Hat eigentlich gut gesessen, der erste Angriff. Mit den Ballonbomben. Ach, da ist es. Das ist das kleine Ding da. Ah, die Ballonbomben hauen eigentlich gut rein. Und wenn ich die wegkriege, dann kann mein Verbündeter da oben nämlich auch ein bisschen mehr machen. Hoffe ich mal. Ziel wählen. Na, lassen wir uns nochmal reinfliegen hier. Hat noch nicht ganz gereicht. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Gut. Boot des Kaisers bereit. Abwehrdrohnen bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Schalten Sie aus. Referiert. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Das gibt's nicht. Striker erwartet Befehle. Da haut mir schon wieder meine Kerne weg hier. Gut. Dann machen wir gleich 2 Stück. Wir haben jetzt definitiv genug. So, setze ich wieder den nächsten dahin. Da hole ich mir halt einfach mehr. Gut, dann wollen wir mal gucken. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Das ist doch ein bisschen zu groß. Einheit verloren. Gut, wir können auch eigentlich fliegen. Das bringt hier gerade gar nichts sonst. Bau abgeschlossen. Gut. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ah, klappt soweit schon mal. Dann machen wir mal 10, 5 und 5. Und machen wir euch mal zur 1. Letztes Geschwader bereit. So, fahren wir jetzt einmal kurz darüber. Schauen wir nochmal, dass wir hier jetzt das Ding in den Eimer kriegen. Bonusziel erreicht. Okay, wunderbar. Bonusziel erreicht. Bonusziele sind jetzt durch. Feiglinge, ihr greift Amerika an und ihr wollt ausgerechnet L.A. in die Luft jagen? Nanoschwarm bereit. Ballonbomben bereit. Okay. Jetzt die Frage, woher nimmt er hier... Ziel wählen. Die ganze Kraft. Ja, schießt mal auf die Bomben. Dann fallen sie gleich schneller runter und treffen hoffentlich noch mal ein paar andere Dinger. Sehr gut. Na, hat zwar nicht viel Schaden gemacht, aber passt erstmal. So, dann holen wir uns jetzt erstmal 3 Ingenieure.
Und dann schauen wir mal. Alles, was hier ist, wird jetzt einmal kurz weggeknallt. Okay, einmal hier sichern. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Da stehen noch welche. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Okay. Letztes Geschwader bereit. Sind unterwegs. Haben wir mal ein Stück vorfahren hier. Da haben wir auch die letzte. Rache des Kaisers bereit. Ziel wählen. Lassen wir mal Rache des Kaisers wirken. Feindliches Gebäude erobert. Ein Medienzentrum wurde erobert. Ab sofort sendet es nur noch unsere Propaganda. Okay. Dann hauen wir hier einfach mal ein bisschen rein. Sieht doch ganz gut aus. Eine Einheit wird angegriffen. Okay, wunderbar. Dann kommen wir hier auch mal rüber. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Dann lassen wir hier einmal kurz reinsemmeln. Die schützen wir mal kurz. Eine Einheit wird angegriffen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Okay, wunderbar. Da kommen schon die nächsten. Na? Bis hier oben, bis hier hoch. Ich bin hier, um euch zu dienen. Ballonbomben bereit. So, und so. Unser Verbündeter wird angegriffen. Gut. Next. So, Ballonbomben. Das kommt noch mal dazu. Einheit verloren. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, wollen wir hoffen, dass meine Einheiten das jetzt hinkriegen. Rache des Kaisers bereit. Gut. Sehr schön. Sieht doch schon mal nach was aus. So, lasse ich euch mal kurz hier, ne? Eine Einheit wird angegriffen. Bisschen runterkommen. Feindliches Gebäude erobert. So. Wieder flattern. Feindliches Gebäude erobert. Alle Medienzentren der Alliierten wurden erobert. Wird gebaut. Abwehrdrohnen bereit. Einsatzziel erreicht. Kompliment, Commander. Von dieser Stadt aus werde ich damit beginnen, den Willen der Amerikaner zu brechen. Oder was auch immer davon übrig ist. An ihrer Seite zu kämpfen, war eine große Ehre, Commander. Das Schicksal scheint ihnen gewogen zu sein. So, da hatten wir letztes Mal eine kurze Folge. Jetzt haben wir dafür eine lange, aber auch eine Win-Folge. Gut. Ich brauche die Berichte von gestern. Dein Androidenspion hat sich als sehr nützlich erwiesen, mein Sohn. Danke, Vater. Ist das der sowjetische Wissenschaftler, der da mit den Alliierten spricht? Sir, ich habe eine Zeitmaschine entwickelt. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Wir haben das überprüft, Mr. President. Er sagt die Wahrheit.
Naja, die Sowjetunion war am Rande der Niederlage und wir reisten in der Zeit zurück und änderten alles. Was soll das heißen? Nun, wir haben das Raumzeitkontinuum verletzt und damit die Zukunft geändert. Sehen Sie, das Reich der aufgehängten Sonne hätte nie existiert. Nein, wenn wir nicht mit der Zeit gespielt hätten. Mr. President, geht es Ihnen gut? Sagte er, das Reich der aufgehenden Sonne hätte niemals existiert? Mr. President! Mr. President! Das Reich hätte niemals existiert? Nein! Wenn das Schicksal geändert werden kann, einfach so, wenn die Zukunft verformbar ist, dann gibt es keine göttliche Vorsehung. Das alles bedeutet nichts! Mr. President, bitte sagen Sie uns, was wir tun sollen! Oh mein Gott, was passiert da? Unser Spion ist nicht mehr. General, Eure Hoheit? Wir fangen gerade eine Reihe von Übertragungen ab zwischen den Alliierten und den Sowjets. Sie sind dabei, eine Streitmacht zusammenzustellen, um uns anzugreifen. Sowjets und Alliierte zusammen? Wir hätten die Sowjets neutralisieren sollen. Genau wie jeden einzelnen alliierten Soldaten. Ich verstehe nicht. Ich hätte auf dich hören sollen, mein Sohn. Meine Zeit ist vorbei. Dazu, ich gebe dir die volle Kontrolle über das Shogunat. Bitte, du musst unser Reich retten, mein Sohn. Ja, Vater. Tja, das war ganz schön krass. Aber wir machen jetzt hier bei dem Krassen nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.